Meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es ein paar Tipps und Tricks für die Messe in Eschwege. Dieses Video ist ja sehr spontan und kurz vor der Messe, aber ich dachte mir, ich biete euch kurz nochmal ein paar Tipps und Tricks, was ihr beachten müsst, wenn ihr zum Beispiel das erste Mal da seid. Ich war ja letztes Jahr schon mal da und kann euch deswegen schon ein paar Tipps und Tricks nennen, die ihr einfach beachten könnt und die ich hätte auch gerne gewusst das letzte Jahr. Und die wollte ich euch heute einfach nennen und ich wünsche euch jetzt einfach ganz, ganz viel Spaß. Ja, das erste und ganz, ganz wichtigste, dieses Jahr sind keine Kinderwagen erlaubt. Das wissen bestimmt schon einige, die sich so ein bisschen mit der Messe auseinandersetzen, aber ich wollte es nochmal erwähnen, dass keine Kinderwagen erlaubt sind. Die Veranstalterin ist nämlich eine Rollstuhlfahrerin und ja, sie hat es letztes Jahr einfach sehr gestört, dass einfach so viele Kinderwagen da waren. Ich weiß nicht, ob ihr die Vlogs kennt. Schaut da auf jeden Fall nochmal vorbei. Ich verlinke euch die nochmal hier oben. Denn ja, auch bei meinen Vlogs, es war wirklich alles proppevoll. Und hätte ich nicht so viele Babys dabei gehabt, hätte ich den Kinderwagen auch einfach weggetan, beziehungsweise ja, wär das auch ziemlich schwer gewesen, weil wir mit der Bahn gefahren sind. Man konnte kaum an irgendeinen Stand anhalten und sich was anschauen. Man hatte immer diesen riesen Kinderwagen, den man erstens ja auch irgendwo hinstellen musste und dann konnte man erst gucken, dann musste man aber auch seine Sachen, also seine Wertsachen im Blick haben und ja, es war eigentlich immer so ein Ding, dass Felix am Kinderwagen stand, ich kurz geguckt habe, wir aber einfach nur noch schnell weiter sind. Man kann sich so überhaupt nicht auf einen Stand konzentrieren, man kann sich nicht auf die Reborn-Babys konzentrieren und man, ja, ist einfach viel zu überfüllt und ich empfehle wirklich jedem, auch wenn einige sagen, dass kleine Buggys erlaubt sind, ich empfehle wirklich jedem, komplett drauf zu verzichten und stattdessen ein Tragetuch mitzunehmen. Also ein Tragetuch oder zum Beispiel eine Trage, die ihr einfach vorne, ja, so tragen könnt, genau. Also so eine Ergo-Baby, die hatte ich damals auch mit. Ich habe sie aber nicht benutzt. Ich weiß nicht warum, aber das empfehle ich euch wirklich, weil ihr habt dann auch die Hände frei. Also ihr habt dann hier das Baby, was ihr eventuell mitnehmen wollt oder vielleicht kauft ihr euch ja auch dort ein Baby. Auch dann nehmt bitte eine Trage mit, aber dazu kommen wir gleich. Genau, ihr habt die Hände frei, ihr könnt wirklich an jeden Stand gucken und auch die Babys anfassen. Ihr könnt die Babys hochnehmen, ihr könnt mit den Rebornern sprechen und ihr habt einfach nicht diese Sorgen um euren ganzen kleinen Scheiß, sag ich mal. Und genau, einfach ein sehr, sehr lieb gemeinter Tipp. Verzichtet wirklich komplett auf Buggy und Kinderwagen. Das Baby auf dem Arm nehmen würde ich auf gar keinen Fall. Denn ja, ihr wisst selber, eure Babys wiegen zwischen 1 bis 3 oder sogar 4 Kilo. Und ja, um einmal durch so eine Halle durchzugehen, es sind nämlich insgesamt 3 Hallen. Ja, dauert es bestimmt so eine halbe bis dreiviertel Stunde, wenn man sich wirklich, oder sogar eine Stunde, wenn man sich wirklich alles anschaut. Dementsprechend ein Baby die ganze Zeit zu halten. Erstens habt ihr wieder eine Hand voll und könnt euch nicht auf die Babys konzentrieren, die dort liegen. Und zweitens wird es echt anstrengend. Ich empfehle es wirklich gar keinem. Und auch wenn ihr euch ein Baby kauft, nehmt eine Trage mit, denn dann könnt ihr das Baby in die Trage tun. Denn ich weiß ganz genau, wenn ihr das Baby zum Beispiel bei einer Rebornerin bestellt habt und ihr mit der Rebornerin ausgemacht habt, dass ihr das Baby in Eschwege abholt, dann werdet ihr direkt zu diesem Stand hinrennen und euch das Baby abholen. Das ist einfach so, weil man diese Vorfreude einfach nicht verstecken kann und ihr werdet dann trotzdem durch die Messe gehen, aber die ganze Zeit dieses Baby auf dem Arm haben. Das wird richtig anstrengend. Meine Freundin hatte letztes Jahr selber ein Baby gekauft und es ist irgendwann im Auto gelandet. Ja, dann Rucksack. Ich kann euch wirklich einen Rucksack empfehlen. Dann habt ihr vorne die Trage oder das Tragetuch und hinten auf dem Rücken habt ihr euren Rucksack. Denn es geht rüber zum nächsten Thema. Genau das gleiche, Handtasche. Ja, ihr habt wieder eine Hand voll und könnt euch nicht konzentrieren. Habt am besten einfach beide Hände frei, habt nichts in den Händen und deswegen empfehle ich euch einen Rucksack. Des Weiteren, warum ihr einen Rucksack mitnehmen solltet, ist Essen und Trinken. Erst recht am Sonntag ist es so, dass dort nichts
aufgebaut ist oder ihr euch nirgendwo etwas zu essen kochen könnt. Ich habe das leider letztes Jahr selber erlebt. Wir haben ein Hotel gehabt, wo es nicht mal Frühstück gab. Also wir haben uns komplett selbst versorgt. Das Problem, ja, dass alles am Sonntag geschlossen hatte dort. Und wir konnten einfach kaum irgendwo was essen. Und dementsprechend empfehle ich euch, wenn ihr Sonntag kommt, auf jeden Fall was zu essen und was zu trinken mitzunehmen. Eine kleine Brotdose oder so. Oder kauft euch auf dem Weg dorthin was. Eventuell, ja, McDonald's würde es dort auch tun, aber da gibt es wirklich überhaupt nichts. Das Einzige, was da steht, ist ein Edeka. Und dieser Edeka, beziehungsweise der Bäcker, der im Edeka drin ist, ist jedes Mal überfüllt. Wirklich. Weil alle, die auf einer Messe sind, auf dieser Messe sind, rennen alle zu dem Bäcker hin, weil alle nichts zu essen und zu trinken dabei haben. Auf jeden Fall auch was zu trinken, weil ihr habt in dieser Halle mit diesen ganz vielen Menschen auf jeden Fall richtig, richtig viel Durst. Und genau, deswegen auf jeden Fall auch etwas zu trinken mitnehmen und was zu essen. Das Ganze könnt ihr natürlich auch in euren Rucksack tun, weil dann habt ihr auch wieder die Hände frei. Genau, dann kommen wir zum nächsten Thema und zwar Geld. Wenn ihr euch vornimmt, etwas zu kaufen oder sogar ein Baby zu kaufen, dann empfehle ich euch auf jeden Fall Bargeld mitzunehmen. Ich würde aber das Bargeld dann wirklich sehr nah am Körper tragen, also nicht in den Rucksack oder so, sondern ja, weiß nicht, halt irgendwie in der Jackenintasche oder sonstiges. Ich empfehle euch nämlich Bargeld mitzunehmen, weil ihr werdet sicher überall was kaufen. Denn so wie viele andere Reborner werde auch ich Kleinigkeiten dabei haben. Das heißt Schnullerketten und ja, Kleidung. Und ihr werdet wirklich, denke ich, überall Kleinigkeiten mitnehmen. Und dementsprechend würde ich euch einfach Geld empfehlen, also Bargeld, denn ganz, ganz wenige. Und ich auch nicht, haben kein EC-Automat oder kein EC-Zahlgerät. Und dementsprechend würde ich euch Bargeld empfehlen, wenn ihr euch ein Baby kaufen wollt, nehmt das Geld mit, was ihr ausgeben wollt. Dann spart ihr erstens Geld und zweitens, ja, kann man meistens mit dem Reborn auch noch runterhandeln, wenn euer Traumbaby einfach ein bisschen teurer ist. Bei mir kann man das nämlich auch. Also ich bin gern zum Handeln bereit. Ich mache euch einfach gerne glücklich mit meinen Babys. Und ja, zweitens müsst ihr dann natürlich nicht zur Bank rennen, denn ich weiß gar nicht, ich glaube in der Innenstadt ist eine Bank, aber bis ihr da erstmal hingekommen seid, dauert es erstmal sehr, sehr lange. Und klar, einige Reborner reservieren die Babys dann, aber ich empfehle euch einfach direkt das Geld dabei zu haben. Ja, wo wir schon beim Babys kaufen sind, ist es so, dass ich euch empfehle, wirklich mehrmals durch die Hallen zu gehen. Wie gesagt, es sind drei Hallen. Es ist eine große, die Stadthalle, dort findet ihr mich auch. Das ist sozusagen auch die erste, das ist der große Eingang irgendwie. Und ja, da geht man eigentlich immer als erstes hin. So, dann gibt es eine kleine Halle, die ist direkt gegenüber. Und es gibt eine Halle, die ist ja so ein bisschen kleiner als die Stadthalle, aber halt auch so ein bisschen mittelmäßig. Die Halle befindet sich ein bisschen weiter hinten, also da müsst ihr auch ein bisschen suchen, aber nehmt euch auf jeden Fall die Zeit, denn in dieser Halle sind wirklich sehr, sehr schöne Babys. Also die meisten Reborner kommen ja wirklich jedes Jahr und alle haben meistens immer ihren festen Platz. Und als ich letztes Jahr in dieser anderen Halle war, die heißt, glaube ich, die Jahnhalle, da sind wirklich sehr, sehr schöne Babys gewesen. Auch ganz berühmte Künstler wie Olga Auer oder so, die findet ihr auch dort hinten. Also es lohnt sich auf jeden Fall, diese Halle zu suchen. Es ist meistens sehr gut ausgeschildert, aber sonst fragt einfach die anderen Leute, die ihr dort seht, und da werdet ihr auf jeden Fall irgendjemanden finden, der euch sagen kann, wo ihr die Halle findet. Also, wenn ihr ein Baby kaufen wollt, dann empfehle ich euch wirklich, geht einmal durch alle Hallen, guckt euch alles an. Und dann, wenn euch ein Baby nicht aus dem Kopf geht, schaut euch das einfach nochmal an. Ihr merkt euch einfach, wo das war. Nehmt euch eventuell auch eine Visitenkarte mit von der Rebornerin. Ich zum Beispiel habe auch welche dabei. Und ihr könnt euch dann einfach überlegen, welches Baby wollt ihr euch kaufen, welches hat euch am meisten zugesagt. Und ihr könnt das Baby dann einfach, ja, nach der Messe kaufen. Klar, ob man so lange warten kann, weiß man ja immer nicht, aber ich empfehle euch das wirklich, weil, ja, wenn man ein Baby gesehen hat und in einer anderen Halle gibt es aber ein viel, viel schöneres, dann
ärgert man sich im Endeffekt. Ja, dann kann ich dir auch nur empfehlen, nehmt euch wirklich ganz, ganz viel Zeit. Also wenn ihr an einem Tag kommt, ihr legt fest, okay, ich komme am Samstag, bin ungefähr um 12 Uhr da, aber um 13 Uhr möchte ich gerne wieder nach Hause. So. Nein, das klappt nicht. Also es sind drei große Hallen, also drei relativ große Hallen und ich würde euch wirklich empfehlen, euch richtig viel Zeit einzuplanen, weil die werdet ihr auch brauchen. Ja, zum Schluss wollte ich euch gerne einfach nochmal ein paar Allgemeininfos geben. Eschwege ist ja eine Messe, beziehungsweise die Messe ist in Eschwege. Eschwege ist so eine kleine Altstadt, auch richtig schön zum Ansehen. Also wenn ihr danach noch Zeit habt, geht gerne mal in die Altstadt. Die ist wirklich sehr schön. Und ja, die ganze Messe findet am Samstag oder am Sonntag statt. Das ist der 3. und 4. November. Also jetzt das Wochenende, nachdem ihr dieses Video seht. Und ich bin super aufgeregt. Ich glaube, das merkt man total. Ja, und ich bin dabei dieses Jahr und verkaufe meine selbstgeborenen Babys. Ich habe 12 Stück dabei, darunter ganz namhafte Bausätze von Bonnie Brown. Zum Beispiel ein Levi, ein Chase, die beiden Twins von Bonnie Brown habe ich dabei. Aber auch neue Bausätze von Cassie Brace, so wie Ethan oder so. Also ich habe wirklich sehr, sehr viel dabei. Und ihr könnt auf jeden Fall schauen. Ich habe Schnuller mit Magneten dabei. Die habe ich schon vorher schön präpariert. Da könnt ihr euch einen schön aussuchen. Ich habe aber auch Schnuller ohne Magneten dabei. Ich habe Schnullerketten dabei und Schnuller-Zubehör. Dann habe ich ganz viel Kleidung dabei von 50 bis 68. Und da könnt ihr euch auch einmal durchwühlen. Ja, also ich finde, ihr habt an meinem Stand auf jeden Fall einiges zu tun. Ihr könnt natürlich meine Babys alle auf den Arm nehmen. Ihr könnt die alle knuddeln, ihr könnt alle angucken und anfassen. Das ist absolut kein Problem. Fotos sind auch erlaubt. Und ja, das waren, glaube ich, so die Infos. Am Samstag, also am 3. November, ist die Messe von 10 bis 18 Uhr, glaube ich. Und am Sonntag, glaube ich, von 11 bis 16 Uhr. Also ein bisschen kürzer. Ja, ich packe euch den Link von der Puppenmesse einfach nochmal in die Infobox, falls ihr das noch gar nicht gehört habt. Was ich aber wirklich bezweifle, wenn ihr dieses Video anschaut. Aber ja, ich packe es einfach mal unten in die Infobox und dann könnt ihr da auch einfach nochmal schauen. Ja, und das war's dann auch. Das waren so meine Tipps und Tricks für Eschwege, was ich euch empfehle für die Messe und was ihr beachten müsst und was ich hätte gerne gewusst das letzte Jahr. Also wie gesagt, das mit dem Essen und Trinken war wirklich ein sehr großes Problem. Das mit dem Bargeld hatte ich nicht, weil ich vornherein schon davon ausgegangen bin, dass ich sehr viel Bargeld dabei habe und auch sehr viel Bargeld dabei hatte. Aber wie gesagt, tragt es bitte nah am Körper, auch auf solchen Messen gibt es einfach Diebe und Taschendiebe. Und ja, ganz wichtig, was ich eventuell noch erwähnen sollte, der Eintritt kostet für einen Tag 10 Euro und für beide Tage, also ein Kombi-Ticket, 15 Euro. Das, ja, wollte ich einfach nur mal gesagt haben, ist ja vielleicht auch ganz wichtig. Das macht ihr, könnt ihr da vor Ort kaufen. Einige Online-Shops wie One2Real verkaufen die Karten auch jetzt schon. Aber ich habe sie damals einfach vor Ort gekauft und das ist wirklich normal. Also die wirklich 95% der ganzen Besucher haben die wirklich dort vor Ort gekauft. Ihr geht einfach rein in die Halle, da kommt ihr gar nicht durch, sondern ihr müsst bezahlen oder ihr zeigt eben eure Karte vor und dann bekommt ihr so einen kleinen Arm, so ein kleines Armband. Letztes Jahr war es grün, glaube ich. Und immer wenn ihr rausgeht oder in eine andere Halle, zeigt ihr einfach das Armband vor und dann ist alles gut. Dann könnt ihr einfach rein. Das ist wirklich sehr unkompliziert. Es gibt in der Stadthalle auch einen Fahrstuhl. Das ist vielleicht auch ganz wichtig. Dort sind auch Toiletten, auch diesem im Fahrstuhl zu erreichen. Also wenn ihr eventuell keine Treppen gehen könnt oder doch einen Kinderwagen dabei habt, dann ist das auf jeden Fall auch wichtig. Was ich finde, ist, die mittlere Halle ist sehr, sehr eng. Und dort war es mit dem Kinderwagen sehr, sehr schwer. Deswegen würde ich da empfehlen, eventuell, wenn ihr eine zweite Person habt, den Kinderwagen eben kurz draußen zu lassen und dann einmal kurz durchzugehen. Die andere Halle ist ohne Fahrstuhl und dort sind auch kleine Stufen am Anfang und auch in der Halle sind einmal kurz Stufen. Da kann man den Kinderwagen mal eben hochtragen.
Das haben wir letztes Jahr auch so gemacht. Oder ihr stellt ihn, wie gesagt, auch kurz nach draußen. Das sind auch meistens Leute sogar, die halt eben immer aufpassen, so Security-artig. Die sind da eben kurz aufpassen. Ja, jetzt will ich gar nicht mehr lang schnacken, Leute. Das war's. Ich freue mich riesig, euch alle zu sehen. Und ich bin wirklich sehr traurig, wenn ich wieder Nachrichten bekomme, dass ihr euch nicht getraut habt, mich anzusprechen. Also, ihr findet mich natürlich in meinem Stand. Der wird, wie gesagt, in der Stadthalle sein. Ich weiß nicht, wo genau. Das werde ich erst morgen erfahren. Für euch schon morgen. Für mich leider erst in einer Woche. Ja, aber das wollte ich euch einfach nochmal gesagt haben. Und sprecht mich einfach an. Ich werde auch natürlich einmal durch alle Hallen gehen. Wenn nicht sogar drei oder viermal durch alle Hallen gehen. Weil ich mir dieses Jahr auch vornehme, ein Baby zu kaufen. Und da möchte ich mich natürlich auch sehr gut informieren und einmal alles durchschauen und natürlich auch ganz viele von meinen Freunden sehen und Freundinnen sehen und ganz viele Reborner, mit denen ich schon sehr viel Kontakt habe. Die möchte ich natürlich auch einmal alle sehen und einmal schön quatschen. Genau, und jetzt reicht es auch. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr seid auch so unter Vorfreude. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wer alles kommt. Ob ihr letztes Jahr auch schon da wart und ob ihr eventuell noch mehr Tipps habt, die mir jetzt gar nicht eingefallen sind. Genau, und jetzt wünsche ich euch einen ganz, ganz tollen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!